epische Sternentür. Reingehen. Fertig. So. Wo landen wir denn hier? Ach ja, übrigens, wir sollten für den Endboss, wie bereits gesagt, Bowser, also nicht bereits gesagt, aber der Endboss ist ein Tintenfisch. In dem Fall könnte man ja denken, dass die Tintenfische in Super Mario immer Bloopers sind. Ein riesiger Blooper, um genau zu sein. Und für den eignet sich perfekt Bowser. Und wir erinnern uns, roter Tentakel. Ne? Ihr erinnert euch noch? Roter Tentakel, seine Schwachstelle. Oh Gott, ey, diese Viecher nerven. Sie nerven einfach nur. Ne. Ne. Und nochmal. Und nochmal. So, den haben wir gefistet. Und den noch hier. Haha. Ein Voltopilz. Pilcher paralysiert den Gegner bei Berührung kurz, obwohl. Ne, ne, ne. Obwohl, ich könnte ja einen Pilzmix nehmen. Nom 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 nom. Und den Voltopilz dafür nehmen. Yay. Und noch so ein Fisch. Bloop! Was sollen wir tun? Was zum... Okay. Bla bloop! Was ist hier los? Hä? 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 Oh. Oh mein Gott, Tentakelgreif, Mann! Ah, da war der rote Tentakel. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Ihr müsst ihn einfach sehen. Oh ja, so viele Tentakel auf einmal. Und gelbe Tentakel. Oh mein Gott. Der Blooper ist wirklich riesig. Heilige Scheiße, so einen riesen Blooper habe ich ja noch nie gesehen. Oh Gott. Bam, 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 bam. Blub, 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 blub. Hey, wie wäre es mit einem Tentakel-Sandwich? Warum ist das Vieh auf einmal so aggressiv zu mir? Ich habe doch gar nichts getan. Stirb, Kartoffel. Strategie, wir müssen so lange seine Tentakel immer angreifen, also bis der rote Tentakel kommt. Und den greifen wir dann auch an und nur durch den kriegt er halt Schaden. Das müssen wir ein paar Mal wiederholen und dann haben wir den. Zack, ich glaube immer beim vierten Mal kommt der rote. Und die gelben Tentakel halten uns halt auf, so eine Begrenzung wie eine Arena. Die gelben Tentakel. Ja, da ist er. Bla, bloop! Blub, 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 blub! Nein, nicht dort, bitte, überall, nur nicht dort! Doch, dort. Yay! Platsch. Batz. Nein, 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 nein. Ah. Nein, 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 nein. Dass ich unter Wasser Feuer speien kann, ne, das ist schon so lustig. Ah. Zack. Jetzt müsste wieder der Rote kommen. Der glotzt uns eigentlich auch nur an, der Typ, ey. Versucht uns mit den Tentakel anzugreifen. Ah, könnte auch theoretisch einen Stampfer drauf machen, aber nö. Wieso? Wieso einfach, wenn es auch schwer geht? Ja. Zack. Die können wir ja nicht angreifen. Komisch irgendwie. Die sind unverwundbar, diese Tentakel. Und Batz. Alter, die Musik ist geil. Ah, der rote. Batz. Schon tot? Bloop. Er ist down. Hm, das ging einfach. Okay, naja. Und so. Miau, 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 miau. Yay! Und wie ihr seht, damit haben wir dieses Kapitel ebenfalls geschafft. Bing, bong. Ende des Kapitels. Bing, bong. Miau. Möchtest du das Spiel speichern? Ja. Speichervorgang beendet. Die Helden hatten den Mega-Blooper besiegt und das Meer durchschwommen. Dem Meer entstiegen sahen sie bereits die Silhouette von Fort Conrad. Mit leiser Stimme sagte Prinzessin Peach, es wird bereits dunkel. Als sie jedoch nach oben blickten, sahen sie, dass sie sich im Schatten eines riesigen Baumes befanden. Mario, mit dem Gefühl, den Weg zu wissen, marschierte direkt auf den Baum zu. Ja, ihm wurde ja gesagt, dass sie bald einem Baum vorbei müssen. Miau, miau, miau. Dem Baum hinauf. Ganz genau, Mario, dem Baum hinauf. Der Pixelbaum.
Ach, immer diese geilen 8-Bit-Anspielungen. Hier sollte ich wohl Peach verwenden, denn die kann fliegen, so ein bisschen. Miep, 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 miep. Aber ist ja wirklich so ein Pixelbaum, besteht ja nur aus Pixeln. Nein! Ist hier was? Nee, auch so ein kleines Haus nur. So. Und, oh, was mache ich da? Ich bin so ein Trottel. Ey, hallo? So, und flieg und sieg, Peach. So, ganz vorsichtig so, aber jetzt hier. Toll. Miau, 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 miau. Eine flonksame Blume. Aua! Yay. Die Musik. Und jetzt ist alles wieder normal. War vielleicht ein bisschen dumm von mir. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Alter, das Fiat für die Verteidigung oder Leben zumindest. Na komm her. So, jetzt ist es tot. Nein. Ich kann Peach irgendwie nicht steuern. So. Oh, jetzt lang? Ist hier irgendwie... Ah, ich glaube, was für Mario. Zing, zing. Und ich hatte sogar recht. Zack und zack. Bring. Yay. Und jetzt für Peach. Was steht denn da? Warte, das kann ich gleich lesen. Was? Warte, das muss ich lesen, das muss ich lesen. Dann... Ach, dann mal los. Dann mal los. Okay, dann mal los. Nein! Epic Fail. Ach, fehlt ja gar nicht mehr so viel bis zum Level Up. Schon Level Up. Jetzt kriege ich dich, du dummes Vieh, ey. Oh, jetzt hier Stampfo, zack und Boots. Haben wir kurz ein bisschen Rinde abgesägt. Aber hey, geht ja, ne? Okay, grünes, komisches Pixelvieh. Es ist tot. Wie soll ich denn? Mario, oder? Habe ich irgendwie so das Gefühl? Ja, Mario. Lol, Japan, auf jeden Fall. So, ich nehme auch noch Bomben. Und, oh, jetzt wechselt er die Richtung. Wie erbärmlich. Hey. Hey, hey. Boing. Zack. So, ah, die Viecher. Miau, miau, miau. Oh, du bist so langsam. Wack. Boots. Bong, bong. Ha, das war cool. Bong, bong. So. Ah, Trockenpilz, wozu brauche ich den? Zack. Zack. Hm. Die Rinde überdeckt die Tür. Die Tür ist mit getrockneter Rinde bedeckt und lässt sie nicht öffnen. Getrocknet, hä? Wir haben Feuer. Aha, it burns. Jetzt brennst du der ganze Baum. Pff, oh, fuck. Das wollte ich gar nicht. Und es verschwindet. Yay! Und rein. Wir sind im Baum. Oh, das ist... die Stelle mag ich nicht unbedingt hier. Das ist eine bescheuerte Stelle im Baum. Also, da muss man viel Vorbereitungen und so machen. Also... Wir sind jetzt ganz oben. Wir müssen aber den Schalter, der unter uns ist, aktivieren. Dann kommt nämlich hier eine Tür. Aber um die zu aktivieren, müssen wir erst viele, 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 viele Vorkehrungen treffen. So. Nehmen wir als erstes Mario. Und die Gegner hier werden uns manchmal so auf den Sack gehen, wenn die uns runterschubsen zum Beispiel. Da ich jetzt den Schalter da oben aktiviert habe, sind jetzt diese roten Plattformmaschinen und diese Suselfuseldusels oder wie die sich nennen, nerven auch ganz schön. Oder können nerven. Yay, yay, yay. So. Toll, hat viel gebracht. Pock und Pock.
So wollte ich es haben. Oh, blau, die haben so viel Leben. Und ein grüner. Oh, die hätte uns beinahe eingepackt. Nein! Fuck, gibt's doch nicht. Okay, jetzt kümmern wir uns erstmal um die hier. Ja, toll. Was? Oh, wie viel steht, hab ich den? Bong, bong. Bong, bong. So will ich's. So nicht anders. Yay, yay, yay. Komm, 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 das kriegst du hin. Und zack. Oh, ey, wo kommen die ganzen Viecher her, Mann? Krabbeln hier an den Wänden lang, als ob sie was Cooleres wären als wir. Zack. So, jetzt aber. Und... Batz! Jetzt haben wir eine Leiter. Yay, wir haben eine Leiter. Ah ja, das hilft uns folgendermaßen. Jetzt können wir das wieder aktivieren. Klettern hoch. Bom, 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 bom. So, jetzt gehen wir hier drauf und jetzt müsste da oben eine rote Plattform erschienen sein. Ja, ja. La 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 la. Oder auch nicht. Doch, da ist eine. Und zack und zack und zack und zack. Ich hasse diese Viecher, ey. Komm her, Batz und Batz und Batz und Batz. So. Eine Suselträne. Nö, brauche ich nicht. Ich will keine Suselträne. So. Mal hier kurz Dimensionswechsel. Damit wir diese Röhre finden. Oh ja, und hier kommen wir mit Plateau gut voran. Denn wir wissen ja, wenn wir so normal stehen, kriegen wir keinen Schaden. Lalalala. Lalalala. So, aktivieren. Oh Gott. Stacheln des Terrors. Sie beißen. Zack. So, und jetzt müsste draußen sich wieder etwas getan haben mit den Plattformen. Miau, miau, miau. So, wir warten, bis sie sich umdreht. So, jetzt können wir sie voll attackieren. Batz, so haben wir sie gegeben. So, den Schalter aktivieren wir ganz klassisch mit Kabumso. Indem wir ihn hier reinwerfen und zack. So wollen wir es doch haben. Zack. So, nochmal kurz Dimensionswechsel. Da ist ein Schild. Und da steht, verwende Kabumso erneut. Ach so, ja, natürlich. Ich dachte schon eben, hör. Ich hab's gecheckt. Keine Sorge. Sie wollen das von uns. Bam. Kling, 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 kling. So sollte es gemacht werden. So, nicht anders. Könnt jetzt mal Peach benutzen. Um mal hier drauf zu gehen. Wo lande ich denn dort? Ah ja, bei zwei Ketten unten. Ganz super. Batz. Nochmal, 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 nochmal. Batz. So, jetzt haben wir den erstmal gefistet. Donnerzorn. Warte, werfen wir mal kurz den Voltepilz weg und dann... Bevor er angreift, Fangkarte. Hat's gewirkt? Nein, verdammt. Naja, okay. Nehmen wir den halt wieder. Und Batz! So, und was kriegen wir? Oh mein Gott, eine Schatzkuh, ich raste aus. Oh mein Gott, Peach 2 Karte, ich raste viel mehr aus. Was ist ein Peach 2 Karte? Gumba. Die Charaktere sind, glaube ich, weiter unten. Nein, nein, nein. Oh, wie viel soll ich denn da finden, ey? Onkel, pass auf. Peach 2. Peach sieht großartig in dem Hochzeitskleid aus. Gewoben aus Magie, aber wer hat es entworfen? Er sieht irgendwie aus... Keine Ahnung, irgendwie lustig halt. Und sie fand es so hässlich. Sie hat doch gesagt, wer hat dieses Kleid ausgesucht? Es ist grässlich. Ja, Frauen können wählerisch sein, ich weiß. Wir müssten aber bald hoffentlich oben sein. Mhm. Zack, und... hau doch nicht ab, ey. Okay, dann hau halt ab. Hau doch ab, ey. Verschwinde, du Sau. Ich hab keinen Bock auf den Scheiß hier. So, hier müssen wir ganz eindeutig mit Plateau durch. Aua.
Oh! So, Latto. Nehmen wir mal Mario, der ist cooler. Zack. Yeah. La 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 la. La 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 la. Au, 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 au. Ich will in eine dieser 8-Bit ritzen. Tada. So geil geht's. Wartet. Wartet. Erstmal den töten hier. So. Dann brauchen wir jetzt Kavum so, denn sobald der Schalter aktiviert wird, geht diese Tür hier zu. Zack. Wie ihr sehen könnt. Okay. Dann brauchen wir jetzt wieder Platto. Ah, das dauert immer so ellenlang. So ellenlang dauert das. Mach den Dance. Mach den Dance, 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 Dance. Da la 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 la. So. So. Dann haben wir jetzt draußen wieder etwas aktiviert. Dann können wir jetzt wieder einen Schritt höher. Hoffentlich schaffen wir es auch. Oh, super. Komm her hier. Batz und Batz und Batz und Batz. So macht man's. So, nicht anders. Nee, was mach ich da? Ich will Peach, damit ich gut rüberfliegen kann. Yay. Ah, wir brauchen Mario. Mario. Wow, 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 wow. So, einmal kurz, zack. Und wir sind oben. Wir haben's geschafft, Freunde. Batz. Das ist eine Scheißstelle. Aber wir haben es geschafft. Und zur Jubiläum nehmen wir nochmal... Ah, ich wollte eigentlich gerne... Nee, krieg ich mit Stampfo hin, oder? Komm, mit Stampfo geht das. Aha! Und wir haben unser Leben wieder aufgefüllt. Gut, dann heißt es jetzt eigentlich nur noch komplett nach unten wieder. Yay! Ah, ich will eigentlich komplett nach unten, aber... So, gefistet, sage ich da nur. Yay! Hier nochmal ein paar Punkte abstauben. Ja, ich glaube, hier muss ich lang. Garantiert muss ich hier lang. So. Und hier rein. Yay! Subdidü. Da bist du ja letztendlich. Verspätung passen gar nicht zu dir. Der legendäre Held. Ich erkenne dich vor großem Bart vom großen Bartträgerfestival. Oh mein Gott. Ich bin ein treuer Diener von Graf Knickwitz. Meister der Dimensionen, Liebling des Publikums, mein Name lautet Dimensio. Entzücken, meine armen Opfer endlich persönlich kennenlernen zu dürfen. Ich habe eine ganz spezielle Überraschung vorbereitet. Hä? Was zum... Wie wäre es mit Magie? Evola, wir sind jetzt in Dimension D, eine von mir geschaffene Dimension. In diesem verdrehten Reich sind meine Angriffe 256 Mal so effektiv. Jetzt bin ich noch mächtiger. Ich könnte dich bereits mit einer Bewegung vernichten. Nun, es ist fast 12 Uhr in der Dimension D. Zeit für ein Duell. Okay. Bong. Aber ich mach dir irgendwie auch Schaden. Bong. Hä? Bong. Wie episch. Oh, schade, jetzt kriege ich ihn nicht. Oh, wie gefährlich. Ja, komm mal her. Kannst du diese Illusion durchbrechen? Was zum... Fiese Sau. Uah. Ja, komm mal her. Zack, das war der Richtige. Haha. Man weiß zwar nicht, wer der Richtige ist, aber einfach muss man ausprobieren. Zack. Der ist ganz schön einfach, finde ich. Also ich sehe da jetzt keine Herausforderung drin. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Oh, ausweichen extrem. Woo. Nein, das war der falsche. Schade, okay. Ja, komm runter. Ha, jetzt Batz. Und Batz. Okay, den kriegen wir wieder nicht. Komm her. Ah, so. Den hat man noch gekriegt und... Ah, schade. Wow. Bong. Ha, das war's. Ist ja schwach. Deine Treffer fühlen sich wie Aufschläge eines kleinen Presslufthammers an. Wie ist das nun möglich? Diese Dimension macht mich 256 Mal mächtiger. Wie bitte? Diese Dimension macht auch dich mächtiger? Ah, 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 ah.
Das war natürlich nur ein Zeitvertreib für mich, der genauso verlief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Hast du dich auch amüsiert? Das war nur die Einleitung. Unser nächstes Treffen wird für dich zu einem Achtakter des Verderbens. Okay, toll aufgehalten, Dimension. Bis bald, bärtiger Feind. Bärtiger Feind. Wer war dieser Arsch? Vielleicht noch ein bisschen mehr. Sie sind stark, aber sie müssen noch stärker werden, bevor sie den Grafen treffen. Ich muss sicherstellen, dass sie bereit sind, wenn der Moment gekommen ist. Was sollte das denn heißen? Aber okay, ich würde sagen... was ist das denn? Das sind Stachis. Ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal den Part. Diese Stachis nerven. Stirb, Stachi. So. Ich beende jetzt erstmal den Part und wir sehen uns im nächsten Part, wo wir dann wahrscheinlich endlich vor Konrad betreten und unsere Freunde zurückholen. Also bis dahin, Freunde. Ciao, Ili.